Seid gegrüßt. Im heutigen Video stelle ich euch den Film Vivarium vor. Der ist gerade ziemlich angesagt auf Netflix und aus dem Grund habe ich da mal reingeschaut. Er dauert ungefähr 98 Minuten und vom Genre her wird er als Science-Fiction-Thriller bezeichnet, was aber aus meiner Sicht völlig falsch ist. Dazu sage ich aber mehr in der Bewertung. Bevor ich euch jetzt allerdings meine Meinung zu dem Film sage, erstmal, worum geht es überhaupt? Der Film beginnt damit, dass das junge Paar aus Gemma und Tom auf der Suche nach einem eigenen Haus ist. Und sie treffen dann auf den Makler Martin, der eine ganze Siedlung mit Häusern hat, die er verkauft. Er führt sie dann in diese Siedlung, Yonda heißt sie, und führt die beiden zum Haus Nummer 9. Da gehen sie dann rein, das ist auch schon fertig möbliert. Er führt sie dann kurz durch alle Räume und zuletzt in den Garten. Aber danach ist er auf einmal spurlos verschwunden und auch sein Auto ist nicht mehr da. Da die beiden allerdings nicht wirklich dort einziehen wollen, beschließen sie dann wieder zurückzufahren. Allerdings kommen sie nicht raus aus der Siedlung, sondern sie landen immer wieder an dem Haus Nummer 9, egal wie oft sie es versuchen. Und an dem Abend ist dann der Tank von den beiden leer. Am nächsten Morgen versuchen sie dann nochmal andere Wege zu finden, um irgendwie rauszukommen, aber letztendlich landen sie immer wieder da, wo sie gestartet sind, nämlich eben an ihrem Haus. Tom fackelt dann vor Wut das Haus Nummer 9 ab, auch um ein Rauchzeichen zu setzen, in der Hoffnung, dass sie jemand findet, aber es bringt nichts und am nächsten Tag steht das Haus wieder da. Ebenfalls finden sie dann ein Paket am Straßenrand vor dem Haus vor, wo ein Baby drin ist und ein Zettel, wo drauf steht, die beiden sollen dieses Kind aufziehen und danach werden sie freigelassen. Dieses Kind wächst ungewöhnlich schnell heran und verhält sich auch recht eigenartig. Es hält die beiden auch immer mit seinem Geschrei auf Trab. Und ansonsten wirken die Sätze, die es sagt, recht einprogrammiert. Während Gemma so eine Art Mutter-Kind-Beziehung eben mit diesem Kind aufbaut, ist Tom doch eher sehr misstrauisch und sucht immer noch nach Wegen, ob man irgendwie doch noch rauskommen kann. Als sich dann der Boden recht eigenartig auch verhält vor dem Haus, beschließt Tom dann zu graben, in der Hoffnung auf irgendwas zu stoßen darunter, was auch zeigt, wo sie sind. Das erweist sich als sehr mühselig, da dieser Boden sehr klebrig ist und sich nur sehr schwerfällig aufgraben lässt. Das Kind wird, wie gesagt, sehr schnell erwachsen und Tom wird immer besessener und schläft sogar in diesem Loch, was er gegraben hat. Dieses erwachsene Wesen erinnert dann sehr von seinem Aussehen an diesen Martin, der sie ja zu dem Haus geführt hat. Als Erwachsener sperrt er dann seine Eltern aus. Gemma versucht, ihm nachzulaufen, aber sie findet ihn nicht mehr. Und Tom wird dann schwer krank und stirbt auch. Gemma will daraufhin dieses Kind, was sie da großgezogen haben, erschlagen, aber er flüchtet, indem er den Bürgersteig hochhebt und darunter läuft. Gemma folgt ihm und sie fallen dann quasi wie so durch eine surreale Welt von anderen Häusern, wo was Vergleichbares passiert, was die beiden gemacht haben. Am Ende ist dann auch Gemma tot und das Kind, was die aufgezogen haben, wickelt dann die beiden jeweils in Leichensäcke und schmeißt die in das Loch, was Tom gegraben hat. Und danach schüttet er dieses Loch wieder zu.
Er fährt dann mit dem Wagen der beiden weg. Er hatte dann Benzinkanister, mit dem er das jetzt befüllt, und stößt dann wieder auf diesen Laden, wo ja dieser Martin drin war. Er ist gerade dabei zu sterben. Dieser Neue, der ja jetzt genauso aussieht, heftet sich dann das Schild mit dem Martin selbst an, und den alten, toten Martin tut er ebenfalls in einen Leichensack und schmeißt ihn in eine Schublade. Und dann sieht man auch schon, wie die nächsten Kunden reinkommen. Und damit endet der Film. So, das war jetzt die Zusammenfassung. Aber wie kann man diesen Film bewerten? Wahrscheinlich ist es jetzt so ein bisschen komisch für die meisten von euch geworden. Und ich muss auch sagen, und da werdet ihr mir jetzt sicherlich zustimmen, dass die Kategorisierung Science-Fiction-Thriller ziemlich unpassend ist. Also vielmehr als Horrorfilm und als surrealen Film hätte das deutlich mehr Sinn gemacht. Also keine Ahnung, warum die das so kategorisiert haben. Bevor man jetzt allerdings eine Bewertung abgeben kann, muss man die Handlung wirklich richtig verstehen. Denn vieles sind metaphorische Mittel gewesen. Dieser Film beleuchtet quasi kritisch dieses Leben, was die beiden sich ja wünschen, in einem Eigenheim und dann Kinder großziehen, indem es das im Zeitraffer zeigt und ja vor allem die negativen Seiten zeigt. Im Prinzip muss man ja sagen, abgesehen davon, dass das Essen, was sie immer bekommen, nach nichts schmeckt und der Fernseher nur so ein schwarz-weißes Streifenmuster, was sich immer wieder ändert, zeigt, fehlt es ihnen ja eigentlich an nichts. Und als sie dann noch das Kind bekommen, was sie großziehen müssen, haben sie ja im Prinzip das, was sie immer schon wollten. Aber so wie es dieser Film zeigt, ist das natürlich sehr eintönig, was sie da haben. Und dann, als dieser neue Martin dann erwachsen ist, hat sich ja Tom, kann man wirklich sagen, im wahrsten Sinne des Wortes sein eigenes Grab geschaufelt. Denn dieses ausgegrabene Loch ist ja das, wo die beiden dann reingeworfen werden. Und als Gemma kurz davor ist zu sterben, fragt sie ja den neuen Erwachsenen gewordenen Martin, was macht eine Mutter, wenn ihre Kinder großgezogen sind, und er antwortet, sie stirbt. Und auch das zeigt ja, wenn die Eltern fertig damit sind, ihre Kinder großzuziehen, können sie eigentlich nur noch auf den Tod warten. Ansonsten passiert nicht mehr wirklich viel in ihrem Leben. Und niemand kann quasi aus diesem Hamsterrad rausbrechen. Auch das zeigt ja dieser Film, in dem die beiden halt keinen Ausweg finden aus diesem Labyrinth und immer wieder an dem Ort landen, wo sie gestartet sind. Das soll ja symbolisieren, man kann da nicht aussteigen. Und auch dieser Martin kann das nicht, weil er ja, wie gesagt, jetzt diesen Platz übernimmt, den vorher der andere hatte, der ja da gestorben ist. Und wenn man das alles begriffen hat, dann kann man auch mit diesem Film deutlich mehr anfangen, finde ich. Und jetzt, wo ihr das auch wisst, würde mich mal eure Meinung interessieren. Wie findet ihr diesen Film? Und wie findet ihr generell diese Art, mit metaphorischen Botschaften zu arbeiten? Schreibt mir das unbedingt mal hier in die Kommentare und gebt mir bitte ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr weitere Filmrezensionen und auch Serienrezensionen von mir sehen wollt, dann abonniert doch bitte den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr immer sofort mitbekommt, wenn ein neues Video online geht. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!